In diesem Video geht es um einen Tarif von der alten Leipziger Lebensversicherung. Und zwar geht es um den Tarif Rente Flex Tarif AR75. Und zwar das Ganze als Basisrente. Wenn du also einen solchen Vertrag in der Vergangenheit abgeschlossen haben solltest oder gerade vor der Frage stehst, ob das Ganze für dich vielleicht passend ist und du ein Angebot vorliegen hast, dann bleib dran und guck dir dieses Video aufmerksam bis zum Ende an. Willkommen zu diesem Video, mein Name ist David Tappe und ich bin seit über 12 Jahren Experte für das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Geldanlage. Und jeden Tag kommen Menschen auf uns zu mit vorhandenen Altersvorsorgeverträgen, Banksparplänen, Bankdepots oder auch Angeboten, die ihnen vorgelegt worden sind. Und alle stellen sich die Frage, ob es sich lohnt, noch weiter einzuzahlen bzw. das Ganze abzuschließen und ob das wirklich am Ende sich für sie rechnet. Und dann kommen wir und helfen dabei, das Ganze finanzmathematisch zu prüfen, zu erklären und objektiv zu zeigen, was an einem Vertrag unter Umständen gut und was schlecht ist. Um dann herauszufinden, ob es sich lohnt, eben solche Verträge fortzuführen oder abzuschließen oder ob es vielleicht bessere Möglichkeiten gibt. Und so ist es dazu gekommen, dass sich wieder jemand bei uns gemeldet hat und ein Angebot uns vorgelegt hat, was wir genauer prüfen sollen. Bevor wir weiter ins Video einsteigen, gebe ich dir allerdings ein paar allgemeine Dinge mit. Zum einen findest du unten in der Beschreibung eine Timeline, wo du klicken kannst, wenn du einzelne Kapitel überspringen möchtest oder vielleicht auch nochmal zurückspringen möchtest. Auch findest du unten dort das Fazit des heutigen Videos, nämlich das finanzmathematische Gutachten, wo wir das konkrete Angebot dann gemeinsam analysieren und im Ergebnis uns angucken werden. Wenn du möchtest, kannst du auch dahin direkt springen. Dann ist es so, wie eben erklärt, es handelt sich hier um eine Basisrente. Das heißt, das ist ein Produkt aus der ersten Altersvorsorgeschicht in Deutschland, was steuerliche Besonderheiten hat. Das heißt, es gibt steuerliche Erstattungsmöglichkeiten in der Ansparphase bis zu einem gewissen Betrag, der steigend ist. Beim Jahr 2025 sind wir bei 100% angekommen, können hier die Beiträge, die hier eingezahlt werden, von der persönlichen Steuererklärung als Aufwand wieder gegengerechnet werden. Heißt auf Deutsch, der Angestellte, der das Ganze macht, bekommt hier Steuerrückerstattung und der Selbstständige, der seine Steuern ja primär erst final zahlen kann, wenn die Steuererklärung steht, zahlt hier weniger Steuern. Das ist auf der einen Seite sehr interessant. Auf der anderen Seite ist es allerdings so, dass man natürlich hier auch dann die Gegenseite der Medaille hat, nämlich die deutlich höhere steuerliche Belastung in der Auszahlungsphase. Bedeutet, wenn hier der Vertragsinhaber in Rente geht, grundsätzlich bei der Basisrente ist es so, dass die meisten von uns, zumindest wenn sie nach 2040 in Rente gehen, ihre Rente aus diesem Produkt Basisrente zu 100% mit dem persönlichen Steuersatz versteuern müssen. Das bedeutet wiederum, dass man vorne Steuern spart und hinten raus Steuern zahlt. Es ist am Ende eine sehr individuelle Betrachtung, ob das sich aus steuerlicher Sicht lohnt. Ich kann hier nicht in das Detail der Steuern so tief eintauchen, denn das ist am Ende etwas sehr Persönliches bzw. sehr Individuelles, wie gerade schon erklärt. Wir können uns hier nur das Produkt an sich angucken und die steuerlichen Parameter ein bisschen außen vor lassen. Und deshalb gebe ich dir zwei Möglichkeiten mit. Zum einen findest du unten in der Beschreibung so ein Schönwetterbeispiel für die steuerliche Betrachtungsweise. Guck dir das gerne im Anschluss an, wenn du das auch sehen möchtest. Und die andere Möglichkeit ist, du kannst dich zu einem kostenlosen ersten Termin an uns wenden und wir rechnen das Ganze dann auch mal auf deine steuerliche Situation aus. Darüber hinaus hat die Basisrente noch einige weitere Eigenschaften, die du unbedingt vor Vertragsabschluss wissen solltest. Es ist zum Beispiel so, dass die Basisrente nicht kapitalisierbar ist. Das heißt, wenn du später in Rente gehst, kannst du dir das Ganze nur als Rente auszahlen lassen. Es ist egal, wie viel Geld im Topf drin ist. Du kommst nicht an dieses Einmalkapital dran, wie du es vielleicht in anderen privaten Renten- und Lebensversicherungsverträgen kennst. Das heißt, das solltest du dir vor Vertragsabschluss bewusst machen, dass jeden Euro, den du hier reinpackst, der niemals 1:1 bei dir zurückkommt, sondern immer nur in Form einer Rente. Und daraus ergibt sich natürlich auch oftmals die Frage, wie viele Rentenmonate muss ich denn erleben, damit ich am Ende mein eingesetztes Geld wieder raus habe? Das gucken wir uns natürlich im Fazit des Videos an. Dann ist es so, dass du auch zwischendurch, wenn du jetzt mal dringend Geld benötigst, in der Laufzeit bis zur Rente nicht an das Kapital drankommst. Es gibt keine Chance, dass du hier mal ein paar tausend Euro rausnimmst, egal wie groß der Notfall in deinem Leben ist, du kommst hier nicht dran. Das Positive kann man auch mal erwähnen an der Stelle ist allerdings auch, dass auch niemand anderes drankommt. Das heißt, solltest du jemals mit Sozialhilfe zu tun haben, mit Pfändung, mit Insolvenz. Das Ganze ist so geschützt, dass niemand Drittes hier an dein Kapital drankommt. Wenn du Altersvorsorge und Vermögensaufbau grundsätzlich meistern möchtest und einen Weg finden willst, wie du ausreichend für deinen Ruhestand vorsorgen kannst, dann ist eines immer ganz wichtig, und zwar das Thema Rendite, also Zinsen. Das bedeutet, wenn du Geld irgendwo anlegst, ist es immer wichtig zu wissen und herauszufinden, was für eine realistische, durchschnittliche Rendite kannst du auf dein investiertes Geld abholen.
Weil nur die Zinsen und die Rendite ermöglichen ja auf lange Sicht den Wachstum deines Kapitals. Und aus diesem Grunde gucken wir uns natürlich auch Verträge, wie jetzt den hier gleich, immer aus dem Gesichtspunkt der potenziellen Rendite an. Und das tun wir bei grundsätzlich allen unseren Vertragsprüfungen. Wir haben in den letzten Jahren schon über 10.000 Finanzprodukte analysiert und mathematisch ausgewertet. Bei diesen vielen Vertragsprüfungen gehen wir natürlich nach einem gewissen, immer ähnlichen Schema vor. Ich kann dir das hier bis ins letzte Detail nicht erklären, aber an der Stelle, unten in der Beschreibung, findest du den Hinweis. Und zwar einmal ein Video und ein Blogartikel, was diesen grundsätzlichen Aufbau einer solchen Vertragsprüfung beschreibt. Wenn du auch das in der Tiefe besser verstehen willst, guck dir das gerne an. So, und zu guter Letzt jetzt nochmal der Hinweis, wir gucken uns ja hier ein konkretes Angebot gleich an. Das bedeutet, du kannst natürlich dein Angebot, deinen Vertrag jetzt beim Video daneben legen und einige Dinge vergleichen. Du solltest dir aber vor Augen führen, das Ganze hier ist für dich natürlich nur ein Beispiel. Wir können hier nicht deinen Vertrag 1:1 abbilden. Du wirst sicherlich gewisse Ähnlichkeiten und Parallelen finden, aber es werden auch einige Dinge abweichen. Wenn du das Ganze individualisiert, persönlich für dich und deine Situation haben willst, dann melde dich gerne bei uns. Den Link zu unserer Homepage findest du unten in der Beschreibung. Buch dir gerne einen kostenlosen Termin. So, und jetzt gehen wir aber mal zusammen in das Angebot hier rein und gucken uns mal zunächst die Stammdaten an, die wir jetzt hier gemeinsam erfassen. So, wir haben jetzt hier das Angebot eben von der Alten Leipziger zu dem Tarif Alte Leipziger Rente. Dann haben wir hier einen Max Mustermann, der ist geboren am 9.11.1992 und der möchte gerne ab September 2022 hier einen solchen Vertrag als Basisrente, hier steht es auch, abschließen. Das Ganze soll laufen bis zu seinem 67. Lebensjahr, ganz klassisch, das ist hier der 1.9.59. Er hat sich hier für eine Fondsanlage entschieden, das heißt, 100% der Beiträge sollen hier, so ist der Plan, in eine Fondsanlage investiert werden. An der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, es gibt grob gesagt zwei Arten von Basisrentenverträgen. Es gibt die, wo das Kapital in Fonds investiert wird und damit auch letztendlich eine gewisse Chance auf Rendite entsteht, was erstmal positiv ist, das ist hier der Fall. Und es gibt die Basisrentenverträge, wo eine Beitragsgarantie hinterlegt ist, wo der Sparer weiß, dass sein eingesetztes Geld garantiert hinten raus zur Verrentung zur Verfügung steht. Das klingt bis hierhin toll. Auf der anderen Seite ist es allerdings so, dass der Versicherer, je nachdem welcher hier dann zum Tragen kommt bei so einem Produkt, in dem Fall ist es ja hier die Alte Leipziger, aufgrund dieser Beitragsgarantie nur einen wirklich kleinen Teil des Geldes in irgendwelche Fonds investieren kann. Bedeutet, bei dieser zweiten Rubrik, die ich jetzt gerade beschrieben habe, ist es so, dass die Renditeerwartung dadurch extremst begrenzt ist durch diese Beitragsgarantie. Wir reden jetzt hier von der anderen Produktkategorie, wo keine Beitragsgarantie hinterlegt ist, sondern letztendlich das Geld komplett in Fonds investiert wird und damit auch eine viel höhere Chance auf Rendite besteht. Hier ist eine Fondsanlage hinterlegt, die wir hier sehen. In dem Fall handelt es sich um einen Fonds, der hier ausgewählt worden ist. Dann können wir noch mal etwas weiter runtergehen. Da finden wir noch den wichtigen Hinweis zum garantierten Rentenfaktor. Der liegt, wie man hier sehen kann, bei 22,01 €. Das bedeutet, je 10.000 Euro Kapital, die hier später über die Jahre entstehen und zum Rentenbeginn im Topf sind, je 10.000 werden 22,01 € als monatliche Bruttorente ausgezahlt. Wie viele Zehntausender zusammenkommen und wie viel Rente das jetzt am Ende bedeutet, gucken wir uns im Laufe des Videos bzw. im Fazit gemeinsam an. Und jetzt fehlt uns noch die Information über die Höhe des monatlichen Beitrags, der hier eingezahlt werden soll. Und das sehen wir hier. Da sind 250 €, die hier der Max Mustermann jetzt über die nächsten 37 Jahre bis zu seiner Rente vorhat, monatlich einzuzahlen. So, und jetzt gehen wir wie folgt vor. Wir gehen als erstes mal in die Erklärung, wo eigentlich die Rendite bei diesem Vertrag herkommt. Denn es ist so, wir haben hier diese Fondsanlage, die hinterlegt ist und dieser Fonds bildet ja letztendlich die Quelle der Rendite. Sprich, wir müssen uns zunächst mal angucken, wo investiert der Fonds eigentlich. Wir haben ermittelt und herausgefunden, das ist ein 100%iger Aktienfonds, der ausschließlich in den Aktienmarkt investiert. Das heißt, er kauft Aktien und verkauft Aktien. Jetzt können wir natürlich nicht die Rendite dieses Fonds vorhersagen. Wir können uns aber auf die Ebene dahinter bewegen, auf den Aktienmarkt als Ganzes. Und wenn wir den Aktienmarkt global angucken, über die ganze Welt mit allen Branchen, Währungen und Ländern und das Ganze 100, 120 Jahre im Rückblick betrachten, dann können wir feststellen, dass der Aktienmarkt im Durchschnitt eine sogenannte Marktrendite von 9% hat. In den 9% sind sowohl richtig gute Jahre
mit eingepreist, als aber auch schlechte Jahre, wo irgendwelche Wirtschaftskrisen gewesen sind, Corona, teilweise die Weltkriege. Also letztendlich ist 9% der Durchschnitt über eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Und jetzt treffen wir die Annahme, dass die nächsten 30, 40 Jahre ebenfalls 9% im Durchschnitt als realistisch anzusehen sind. Und jetzt müssen wir lediglich von diesen 9%, die der Aktienmarkt abwirft, alle Fondskosten, Versichererkosten und alle negativen Faktoren, die dieses Produkt und Investment mit sich bringt, abziehen. Und das, was von den 9 dann übrig bleibt, ist dann die realistisch durchschnittliche Kundenrendite. Und mit der können wir dann hochrechnen, auf wie viel Kapital der Max Mustermann hier bis zu seinem 67. am Ende kommt. Und jetzt fangen wir mal an und gehen zuerst hier durch die Unterlagen und gucken uns die Kosten der alten Leipziger, also sprich des Produkts, an. Dazu springen wir jetzt auf die Seite 7 und hier sehen wir die Informationen über die einzelnen Kosten. Wir haben jetzt hier, das scroll ich mal ein bisschen ran, verschiedene Kostenarten identifiziert. Zum einen gibt es die Abschluss- und Vertriebskosten und zum anderen gibt es die Verwaltungskosten. Die Verwaltungskosten unterteilen sich nochmal in 3 Unterkostenarten. Wir fangen aber erstens bei den Abschluss- und Vertriebskosten an. Die Abschluss- und Vertriebskosten sind in der Regel die Provision, die der Berater für den Abschluss des Vertrages bekommt. Das bekommt er meistens unmittelbar, nachdem du diesen Vertrag unterschrieben hast. Wir können das hier sehen, das sind 2.770,80 €. Berechnet wird das über die sogenannte Bewertungssumme. Das heißt, der monatliche Beitrag, in dem Fall 250 €, vielleicht bei dir mehr, mal 12, mal Laufzeit bis zur Rente. Das ergibt die sogenannte Bewertungssumme. Und von dieser Bewertungssumme, in dem Fall 2,5%, sind 2.770,80 € die Abschluss- und Vertriebskosten. Wir haben die 2,5% hier nochmal aufgeführt. Hier steht ein A vor, das ist der Fachbegriff, das nennt sich Alpha-Kosten. Und den benötigen wir später, um den im Gutachten nochmal mit aufzunehmen, darum hier nochmal ergänzt. Nächster Part sind die Verwaltungskosten. Die, wie gesagt, unterteilen sich in 3 verschiedene Arten. Zunächst einmal, wir fangen hier unten an, gibt es die sogenannten Beta-Kosten. Die Beta-Kosten stehen auch hier, sind 7,5%. Was ist das jetzt? Das ist ein prozentualer Verwaltungskostensatz, der sich anhand des monatlichen Beitrags ergibt. Das heißt, wenn wir von 250 €, die hier monatlich eingezahlt werden, 7,5% nehmen, dann macht das 18,75 € aus. Das heißt, diese Unterkostenposition kostet monatlich 18,75 €. Das bedeutet also, wenn hier 200 € eingezahlt werden, dann werden gar nicht 250 € eingezahlt werden, dann werden gar nicht 250 € angelegt, sondern für diese eine Position geht schon mal 18,75 € jeden Monat bei drauf. Wir können das mal ausrechnen, was das über die Zeit macht, mal 12, mal 37 Jahre, dann sind das 8.325 €, was diese eine Kostenart nur ausmacht. So, weiter geht's mit den sogenannten Kappa-Kosten oder auch Stückkosten genannt. Die liegen bei 24 € und die sind ein pauschaler Betrag über die gesamte Laufzeit, wohlgemerkt pro Jahr, egal wie viel monatlich eingezahlt wird. Können wir jetzt auch ausrechnen, macht jetzt über die Jahre nicht so viel aus. Das sparen wir uns an der Stelle. Im Gutachten wird es natürlich erfasst. So, und jetzt gibt es hier noch prozentuale Verwaltungskosten. Guckt man nur in die Unterlagen des Versicherers, sieht man hier Verwaltungskosten, voraussichtlich insgesamt im ersten vollen Jahr 271,80 €. Ist man hier also als Laie und guckt sich die Unterlagen an, dürfte man bei dem Wort voraussichtlich schon mal stutzig werden und im ersten vollen Jahr. Da stellt man sich ja schnell die Frage, was ist denn im zweiten Jahr und im dritten? Wir reden ja hier von 37 Jahren. Dann steht hier weiter drunter, an der Stelle, Prozentsatz des gebildeten Kapitals jährlich 0,24 bis 3,48. Prozentsatz des gebildeten Kapitals. Also, ich kläre das mal auf, falls du nicht weißt, was das heißen soll. Das Kapital bildet sich ja über die Zeit, durch die Einzahlung wächst ja das Kapital. Und Prozentsatz vom gebildeten Kapital jährlich heißt, vom jährlich in der Regel steigenden Kapital wird ein Prozentsatz berechnet für diese Position. Jährlich immer wieder. Das heißt, selbst wenn der Prozentsatz immer gleich ist, macht es ja in Euro immer mehr aus, weil die Grundlage, das Kapital steigt ja. Jetzt sieht man hier 0,24 bis 3,48. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Und darunter steht dann wieder maximal 0,24.
in der Kostengruppe 1. Dann gibt es hier noch andere Kostengruppen. Hier scheint was nicht relevant zu sein. Und am Ende Ihre Wahl maximal 3,48. Also anscheinend hat das Produkt den maximalen Kostensatz, der hier oben in dieser Spanne angegeben wird. Also du kannst es gar nicht verstehen, das will ich dir eigentlich damit sagen. Wir, selbst wir, haben bei der Fachabteilung der Alten Leipziger schriftlich angefragt, wie hoch der tatsächliche Kostensatz in diesem Tarif denn jetzt ist. Es ist hieraus nicht zu erkennen. Die schriftliche Antwort der Alten Leipziger ist, dass die sogenannten Gamma-Kosten, das sind diese prozentualen Kosten, bei 0,48% pro Jahr liegen. Das heißt, diese Steigerung, die ich eben beschrieben habe, beinhaltet jährlich 0,48% sogenannte Gamma-Kosten, die zusätzlich zu diesen anderen Kosten noch dazukommen. Und damit haben wir die vier relevanten Alpha, Beta, Gamma und Kappa-Kosten hier jetzt aufgeführt. So, also ich wollte dir damit wirklich einfach nur klar machen, es ist für den Laien unmöglich nachzuvollziehen, wie sich diese Kosten eigentlich zusammensetzen, weil es hier teilweise schlichtweg einfach gar nicht drinsteht. Wir haben jetzt die Kosten der Versicherung. Jetzt geht's weiter und jetzt müssen wir uns mit den Fondskosten auseinandersetzen. Dazu öffnen wir uns die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds. Und zwar sehen wir hier auf der zweiten Seite, da gehe ich ein bisschen ran, dass die laufenden Kosten dieses Fonds bei 1,55% liegen. Man hat sich, glaube ich, hier gespart, hinzuschreiben, auf was und wann wird es berechnet. Es ist aber letztendlich immer so, die 1,55% beziehen sich hier ebenfalls auf das Fondsguthaben, und zwar das pro Jahr, sprich dieser Satz wird einmal jährlich berechnet. Bedeutet also, wächst das Guthaben, die 1,55 werden jedes Jahr auf einem größeren Guthabenkapital berechnet, machen auch die in Euro mehr aus. Genauso wie die Gamma-Kosten, wie ich es eben vor 2 Minuten erklärt habe. Im unteren Bereich steht hier allerdings, dieser Wert basiert auf dem letzten Geschäftsjahr und den da angefallenen Kosten und kann von Jahr zu Jahr schwanken. Das heißt, wir sehen hier, diese 1,55 sind kein fixer Wert. Deshalb gehen wir jetzt nochmal einmal zurück in das Angebot der Alten Leipziger. Und da können wir nämlich sehen, hier in dem Fall auf der Seite 25 ist der Fonds nochmal aufgeführt. Und da erkennen wir, dass die Fondskosten hier im Angebot des Versicherers nur bei 1,49% liegen. Also daran wird deutlich, dass in den Unterlagen, je nachdem wie aktuell die sind, die Kosten sich teilweise ändern. Wir haben jetzt hier mal mit den 1,49 weitergerechnet, mit dem günstigeren Satz, in der Hoffnung und dem Glauben, dass dieser Satz für die nächsten 37 Jahre konstant bleibt. Natürlich kann der sich nach oben und unten verändern, wie wir gerade sehen. So, jetzt geht es aber weiter. Und zwar gibt es hier noch den Hinweis, dass es einige zusätzliche Kostenfaktoren gibt, die hier gar nicht mit enthalten sind. Zum Beispiel steht hier eine etwaige erfolgsabhängige Vergütung sowie die anfallenden Transaktionskosten sind in der Kennzahl der laufenden Kosten nicht mit berücksichtigt. Das heißt, hier ist es auch schon schwarz auf weiß ersichtlich, dass hier noch weitere Faktoren mit zu berücksichtigen sind. Zum einen sind es die Transaktionskosten, wie es hier steht. Zum anderen ist es die sogenannte Cashlock-Falle und es ist der Renditeverlust durch das aktive Management. Punkt Nummer 1, die Transaktionskosten entstehen immer dann, wenn der Fonds Aktien kauft und verkauft. Das passiert in der Regel über die Börse und dabei entstehen Steuern und Brokergebühren und diese Transaktionsgebühren sind hier mit zu erfassen. Jetzt sind die Transaktionskosten teilweise sehr unterschiedlich, je nach Aktivität des Fondsmanagers, je nach Börsenjahr und Börsenschwankungen kann das mal mehr, mal weniger ausmachen. Es gibt hier solche Bücher, unter anderem, wo sich in dem Fall 7 Finanzprofessoren mit dem Thema Transaktionskosten auch beschäftigt haben und herausgefunden haben, dass die Transaktionskosten im Mittelwert über die aktiv gemanagten Fonds im Durchschnitt bei 0,5% pro Jahr liegen. Demnach setzen wir jetzt hier 0,5% an. Immer ausgehend von der Marktrendite ist das also eine Minderung. Dann geht es weiter mit dem Renditeverlust durch das aktive Management. Hiermit sind nicht die laufenden Kosten des aktiven Managements gemeint, diese 1,55 hier aufgeführt, sondern ganz einfach die Tatsache, dass das aktive Management, in der Regel angefangen durch den Fondsmanager selbst, natürlich regelmäßig auch mal daneben liegt. Das heißt, die kaufen Aktien und verkaufen sie wieder und verpassen gewisse Zeitpunkte. Die haben keine Glaskugel und können die Zukunft nicht vorhersehen. Und das hat natürlich zur Folge, dass ein solcher aktiv gemanagter Fonds, und darüber gibt es hunderte Studien, die das immer wieder bestätigen, im Durchschnitt es nicht schafft, den Markt zu schlagen und
letztendlich einfach durch Fehlentscheidungen immer wieder mal Renditen liegen lässt. Und das hat zur Folge, dass wir hier eine Minderung ausgehend von der Marktrendite mit berücksichtigen müssen. Es ist schwer, konkret für diesen einen Fonds das vorherzusagen. Es ist nicht möglich, sagen wir es so. Es ist aber durch Studien belegt, dass im Durchschnitt die Fonds mindestens 0,7% im Schnitt pro Jahr an Rendite liegen lassen durch diesen aktiven Investmentansatz. Und zu guter Letzt gibt es noch die Cashlock-Falle. Die Cashlock-Falle entsteht immer dann, wenn ein Fonds nicht alles Geld, was ihm zugespielt wird, investiert, sondern einen Teil des Geldes als liquide Mittel auf der Seite lässt. Also quasi wie wenn du Geld auf deinem Tageskonto parkst. Dieses Geld kann dann nicht investiert werden, bringt keine Rendite und bedeutet also, ausgehend von der Marktrendite, wiederum eine Minderung. Wir gucken uns das Ganze mal an, wie das aussieht bei dieser Fondsanlage. Wir haben uns von diesem Fonds hier den Jahresbericht besorgt vom Jahr 2021. Und hier können wir sehen, dass über das Jahr hinweg 2021 das durchschnittliche Bankguthaben dieses Fonds bei 1,47% lag. Weiter haben wir hier noch den Halbjahresbericht, der wiederum bestätigt, dass das Bankguthaben bei 2,12% liegt. Also auch hier sieht man eine gewisse Bewegung. Im Durchschnitt über die vergangenen Jahre sind es im Schnitt 2,5%, was dieser Fonds in der sogenannten Cash-Rücklage hat. Ich gebe dir noch mal ein Beispiel mit, damit das Ganze für dich ein bisschen griffiger ist. Mal angenommen, du investierst jetzt 100 Euro in diesen Fonds, einfach einmalig, ohne Kosten irgendwo, aber nur um diesen Effekt zu erklären, wenn du 100 Euro investierst, werden 2,50 Euro auf die Seite gelegt und die werden nicht angelegt. Das heißt, du hast also nur 97,50 Euro im Rennen, die also am Aktienmarkt angelegt werden, mit 9% vor Kosten versteuert, sich verzinsen. Dementsprechend können aber deine 2,50 Euro, die auf der Seite liegen, keine Rendite für dich bringen. Das heißt, ausgehend von deinen 100 Euro, die du ja ins Rennen geschickt hast, hast du dadurch eine Minderung durch diese Rücklage. So, wir müssen das erfassen und ausgehend von der Marktrendite bedeutet das, beim Schnitt 2,5%, dass wir hier noch einen negativen Faktor von 0,21% pro Jahr mit berücksichtigen müssen. Und wenn wir jetzt diese Faktoren hier alle zusammenzählen, dann kommen wir nochmals auf 1,41%, die wir hier pro Jahr mit erfassen müssen, neben den ausgewiesenen laufenden Fondskosten. Und jetzt haben wir die Kosten der alten Leipziger erfasst, des Tarifs, dann die Fondskosten und die negativen Einflussfaktoren. Und mit den Informationen gehen wir jetzt mal in das finanzmathematische Gutachten über. Hier sehen wir für den Tarif der alten Leipziger die Basisrente AR75. Zunächst einmal die allgemeinen Parameter, das heißt den Monatsbeitrag von 250 Euro haben wir hier angegeben, die Beitragszahldauer und Laufzeit, das aktuelle Eintrittsalter unseres Max Mustermann, den Hinweis, dass wir hier von einer 100%igen Aktienfondsanlage ausgehen. Dann haben wir hier die 1,49% Fondskosten, wie wir sie in den Unterlagen der alten Leipziger gesehen haben und extra von dem geringeren Betrag hier ausgehen. Dann haben wir hier die negativen Einflussfaktoren in Rot nochmal aufgeführt, wie ich sie eben erklärt habe. Dann die Gammakosten, die wir ja nur auf Rückfrage bei der Fachabteilung schriftlich dann bekommen haben. Die festen Stückkosten oder auch Kappa-Kosten genannt, die Abschluss- und Vertriebskosten, was in der Regel die Provision für den Berater darstellt, die in dem Fall, das hatte ich eben nicht erwähnt, auf 60 Monate gestreckt wird und letztendlich deinem Vertragsguthaben über 60 Monate verteilt entnommen wird, was auch die Erklärung dafür ist, warum die meisten Renten- und Lebensversicherungsverträge auf Provisionsbasis in den ersten Jahren im Grunde genommen so schlecht dastehen, weil diese relativ hohen Kosten am Anfang finanziert werden müssen. Und hier zu guter Letzt haben wir noch die Beta-Kosten, die 7,5%, die hier vom laufenden Beitrag, das waren diese 18 Euro ungrad, die wir eben errechnet haben, über die ganze Laufzeit berechnet werden. Und damit können wir auf die Ergebnisübersicht gehen. Hier sehen wir, dass das insgesamt eingesetzte Bruttokapital 111.000 Euro beträgt. Also der Max Mustermann zahlt durch seine 250 Euro über 37 Jahre insgesamt hier 111.000 Euro ein. Ja, er hat, je nachdem wie er persönlich steuerlich dasteht, Rückerstattungen durchs Finanzamt, Steuerminderungen, das heißt sein Nettoaufwand ist geringer, aber das ist erstmal der Betrag, der diesem Vertrag zufließt, 111.000 Euro. Im Ergebnis kommt
kommen wir hier nach unseren Berechnungen auf 265.916 Euro. Also fast 266.000 Euro brutto Gesamtkapital. So, und wie ich schon erklärt habe, es gibt hier keine Möglichkeit einer kompletten Einmalauszahlung. Es gibt nur die Option einer monatlichen Rente. Und anhand dieses Kapitals von etwa 266.000 in Verbindung mit dem garantierten Rentenfaktor ergibt sich dadurch eine monatliche Rente von 585 Euro brutto. Das ist das, was hier nach unseren Berechnungen monatlich am Ende rauskommt. Und jetzt gibt es aber noch einige Sachen, die ganz wichtig zu beachten sind. Und zwar zum einen, aus 111.000 dem Vertrag zugeflossenem Kapital, 266.000 Euro Ergebnis, mag sich gut anhören. Jetzt gibt es aber den Punkt der Inflation, den wir auf keinen Fall vergessen dürfen. Die Inflation ist im Moment auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Wenn wir mal nur von 2% Durchschnittsinflation ausgehen, dann wird nämlich aus diesen 266 über die Zeit eine Reduzierung von nur noch 127.800. Das bedeutet, das, was heute noch 266.000 Euro sind, vom Wert her, was ich dafür kaufen kann, sind in 37 Jahren bei 2% Inflation nur noch so viel wie heute 127.000, weil die Dinge um uns herum im Durchschnitt mindestens mal 2% teurer werden. Das ist etwas, was natürlich nicht die Alte Leipziger beeinflussen kann und auch nicht die Fondsanlage. Es ist grundsätzlich in der Altersvorsorgeplanung ganz wichtig, das Thema Inflation immer mit zu berücksichtigen. Und das Gleiche ist natürlich bei der Rente auch der Fall. Das heißt, die monatliche Rente von 585 Euro brutto wird durch die Inflation natürlich auch reduziert, und zwar auf 281 Euro. Heißt also, auch hier greift natürlich die Inflation und der Wertverlust des Geldes. Und das hier haben wir jetzt weitergerechnet und haben gesagt, wie lange muss denn diese Bruttorente hier ausgezahlt werden, damit brutto dieses Kapital, was reinging, letztendlich wieder an den Max Mustermann zurückgeflossen ist. Brutto zu brutto. Und die Antwort lautet 32 Jahre. Das heißt, der Max Mustermann muss hier, wenn er mit 67 in Rente geht, 32 Jahre lang mindestens leben, sprich bis zum 99. Lebensjahr oder 100. Lebensjahr, damit er sein brutto eingezahltes Geld brutto wieder raus hat. Natürlich kann das sich durch die steuerliche persönliche Betrachtungsweise ein bisschen verschieben, nach vorne, nach hinten, aber um dieses Alter herum, also um die 100, muss er hier werden, damit er sein eingesetztes Kapital mit Inflationsberücksichtigung wieder raus hat. Und das ist schon ein relativ stolzes Alter. Wir können uns jetzt die Frage stellen, woran liegt das? Und wichtiger noch, kann man das irgendwie verbessern? Wir können einen Blick hier in die Mitte werfen. In der Mitte sehen wir nämlich, dass die Kosten des Versicherers ein Faktor sind für dieses Ergebnis. Und zwar liegen die bei knapp 29.000 Euro, wie hier markiert, was rein auf der Ebene der Alten Leipziger an Kosten entsteht. Und das andere sind hier die Fondskosten in Verbindung mit den negativen Einflussfaktoren, wie ich sie eben erklärt habe, was über 100.000 Euro ausmacht, über die 37 Jahre Laufzeit verteilt. Beides zusammen also knappe 132.000 Euro Belastung, die in dieser Geldanlage nach unseren Berechnungen hier drin hängen. Und das wiederum bringt uns aber als Experten wieder das Potenzial, hier den einen oder anderen Hebel zu drehen, den einen oder anderen Zehntausender zu reduzieren durch Umstellungen und Optimierung. Und das sorgt natürlich dafür, dass von dem eingesetzten Geld, diesen 111.000, mehr im Spartopf bleibt, sich mehr verzinsen kann. Und obwohl die Summe gar nicht erhöht wird und die 9% Marktrendite auch nicht erhöht wird, kommt aber am Ende mehr Rendite hier bei Max Mustermann an. Das heißt, das Ergebnis erhöht sich natürlich deutlich durch eine Reduzierung der Kosten und negativen Faktoren. Und das bringt letztendlich hinten raus natürlich mehr Freiheit, mehr Kapital, mehr Rente und man ist schneller beim Break-Even, bei dem Zeitpunkt, den man erreichen muss, um sein eingezahltes Geld wieder rauszubekommen. Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, wie sieht das in meinem Vertrag aus? Wie alt muss ich werden? Gibt es bei mir auch Möglichkeiten, das Ganze zu optimieren? Wie sehen diese Hebel aus? Was bringen die bei mir? Oder gibt es vielleicht eine andere Produktart, die mir mehr Freiheiten bringt, als dass ich im Notfall auch auf mein Kapital zugreifen kann und im Rentenalter nicht nur eine Rente bekomme, sondern vielleicht auch Freiheiten habe, dass ich mir das Geld einmalig oder eine Mischung daraus auszahlen lassen kann? All diese Fragen, die du jetzt vielleicht hast, die kann ich dir sicherlich beantworten.
wenn du einfach mal auf www.tappeconsulting.de gehst. Den Link findest du in der Beschreibung unter dem Video und dich ein bisschen über uns informierst und dann dir einfach mal einen kostenlosen ersten Termin buchst, in dem wir uns auf deinen Vertrag oder dein Angebot konzentrieren und darüber sprechen, welche Hebel bei dir noch dir bisher nicht bekannt sind und die wir bewegen können, sodass auch du mehr aus deinem Geld machst. Ich bin mir sicher, wir finden auch bei dir Optimierungsmöglichkeiten. Und wenn du magst, dann melde dich bei uns und handel und dann freue ich mich, wenn ich dir auch weiterhelfen kann. Bis bald, dein David.